Hey ihr Sahneschnitten und damit herzlich willkommen auf Fjordur, die neue Heimat für meinen Tribe und mich für die kommenden Wochen. Ein neuer Wipe hat begonnen und zusammen mit Benny, Santix und Oliver wollen wir uns die super starke Labyrinth Cave claimen. Um dort zu bestehen, braucht es wie immer einen super Start, schnelle Tech-Engramme und gutes Teamwork. Nicht selten sind wir im Early einer der besten Tribes dank unserer ausführlichen Planung. Dennoch hat dieses Mal jedes Tribe-Mitglied nach dem ersten Tag gecallt, dass es noch nie einen so perfekten Serverstart hatte. Und bei unserer Spielzeit mag das schon was heißen. Womit fangen wir aber an? Santix und Benny starten auf Valgo, holen sich PTs und claimen einen Aufbauspot auf Crystal Isles. Ich mache einen fixen Node-Run auf Island, schnappe mir die ersten PTs, hole ein paar weitere als Reserve für die anderen und besorge dann Tames für die Bossfights. Oliver holt sich eine Eule, dann Procops und contestet auf allen Karten die wichtigsten Drops. Sobald wir Level 100 sind und somit Heavies haben, ziehen wir die Cave ein, machen Bosse und schauen dann mal, was die anderen so treiben. Und inwiefern unser Plan funktioniert, das seht ihr jetzt. Lasst mir wie immer gerne ein Abo da, Mission Play Button ist noch ein weiter Weg und kann nur mit eurer Hilfe beschritten werden. Viel Spaß mit der ersten Folge der Lab Cave Reihe. Let's go! Hier ist ein Player. Nee. Ja, ich bin halt relativ low. Ich wollte gerade sagen, wenn der dich nicht aktiv fightet, würde ich einfach lassen. Das ist Zeitverschwendung. Ja, aber also lass einmal die andere Richtung laufen, so whatever. Ja, auf den. Lass laufen. Das ist gut, wie du sagst, es ist Zeitverschwendung. In der Sekunde gebe ich einem Typen einen Headshot und er ist tot. So, jetzt. Irgendwas ist mit den Leveln merkwürdig. Ich habe noch nie überhaupt Level 5 Viecher gesehen und Level 10 Viecher. Alter, ja, dann haben wir keinen Bock auf diese scheiß Terrorbirds. Ja, dann machen wir. Aber ich sehe auch gerade übel viele Level 20er und 35er und sowas. Ja, kann das sein, dass man dann besser auf Modded Maps PTs tame geht? Aber Gen 2 ist halt. Also. Ja, das auf jeden Fall. Ja, dann muss ich mich hier gleich verpissen. Viecher sind alle low. Ach, never mind, 145. Oh, Junge, diese Bowler. Ein Traum. Was ist da der Pete von Level? Hast du schon gecheckt? Ich hab da 250er gesehen, aber ich habe noch keine Drank Arrows und da waren jetzt Terrorbirds. Also, die sind wahrscheinlich einfach durchgezogen. Also in der Theorie habe ich drei, also wenn die PTs jetzt alle durchkommen, die direkt nebeneinander liegen, habe ich drei Females, ein Male. Heißt, ich würde die drei gleich einmal durchmaten. Die sind auch alle ungefähr gleichzeitig fertig. Ja. Eier einsammeln, alle in Upload packen, im Cryo erstmal und dann komme ich zu dir rüber. Ja, Black Pearls mitbringen. Denk da dran. Ladies, ich habe es leider vorher nicht nochmal nachgeguckt. Ich weiß ungefähr, wo die Dinger sind, aber hat jemand gerade ungefähr Rekorde nochmal, wo er die, wo in welche Bubble ihr da immer geht? Nordwesten. Nordwesten? Weiß ich nicht. Aber also auf dieser Insel im Nordosten, im Nordwesten der Insel. Ah, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, also die Nordostinsel, aber dann linke Seite davon. Wie viel muss ich denn mitnehmen, wie viele Black Pearls? Nicht viel, also keine Ahnung. Wenn du 100 hast, oder 120? Das reicht. Ja, gut. Reicht. Brauchen wir für meinen Drill. Hm. Actually kein Anki. Denke ich, lad mich besser hoch und spawn bei euch neu irgendwo, ja, ne? Das geht schneller. Ich stehe mit PT auf der Plattform. Ja, sehen. Hast du einen Tribe Mist? Oh, jo. Oh Gott, sonst geht's dir gut?
Na, ja, Cambian steht. Oder habe ich im Info, soll ich hin? Ach, Craft steht ja erstmal irgendwo. Scheißegal. So, Jungs, ich muss sagen, bis hierhin haben wir echt einen guten Start hingelegt. Wirklich affenstarke Leistung von euch. Ach ja, Thema Affe. Bei meinem Partner Holy gibt's mal wieder was Neues. Der neue süß-herbe Flavor aus grüner Traube namens Gorilla Grape ist jetzt im Shop. Was war denn das jetzt? Na egal. Gorilla Grape ist für meinen Geschmack nicht so süß, sodass er noch schön erfrischend ist. Gerade jetzt im Sommer perfekt, wenn die Temperaturen mal wieder Richtung 30 Grad wandern. Die aktiven Zuschauer unter euch haben sicherlich mitbekommen, dass ich ein paar Tage weniger hochgeladen habe. Ich steckte mitten in den Aufnahmen für diese Videoreihe. Und bei an die 30 Grad Außentemperatur und nochmal einem doppelt so warmen PC mit dutzenden Stunden Arc-Spielzeit pro Tag wäre ich ohne Holy komplett eingegangen. Da kam mir der Gorilla Grape und die vielen anderen Flavors sehr gelegen, besonders wenn der Raid mal wieder etwas länger dauerte. Und falls ich einfach nur geilen Geschmack ohne Energy-Effekt haben wollte, gab es zeitgleich noch den neuen Eistee Rote Traube Hibiskus. Beide super nice und wenn man mal gerade keinen Bock aufs Getränke schleppen hat, echt praktisch sowas zu Hause zu haben. Solltet ihr euch jedoch noch nicht sicher sein, ob Holy etwas für euch ist, dann checkt doch einfach mal den ersten Link in der Beschreibung aus. Dort kommt ihr dann direkt zu den Probierpaketen. Und mit meinem Code GARTO5 spart ihr auch direkt noch 5€ auf eure erste Bestellung. Und alle Dauerbesteller unter euch gehen natürlich auch nicht leer aus. Für euch gibt's 10% Rabatt mit dem Code GARTO. Ich glaube, ich muss Schluss machen. Checkt das Ganze gerne im Lab, verratet mir, was euer Lieblingsflavor ist, schickt mir eure Bestellung im Discord und ich muss weitermachen. Weiter geht's mit dem Video, tschüss! 145er Tüler vor meinem Gesicht. Warum war ich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Wir brauchen ein Megatherium für Chitin. Uns geht CP als B. Ja. Also am allerersten geht uns CP aus. Wir haben quasi. Oh, wir haben selbst hier oben. 95er Megatherium einfach mitnehmen oder ja, suchen? Nimm mit. Gut. Reicht. Erstes. Nee. Es könnte knapp werden, wenn Magenta uns hat nur 8 Punkte in HP. Dass wir da halt nach oben und unten Heavy Coverage drin haben. So. Im Notfall müssen wir gleich einmal eine Art Rotame gehen mit dem Archie. Das letzte Mal ist der Enki. Ja, Shotgun BP. Ja, ich habe auch keinen Enki dabei. Sehr gut, gute diese. Ja, dann kannst du legit aufhören, Drops zu farmen, nur. Dann gehen wir straight up für Boss. Ja, absolut. Also, safe. No. Also, ich mach noch einmal die Route durch und dann ja, du kannst einmal die Route. Wie viel Damage hast du? 48. Ja, lol. Dann safe. Gehen wir Cave Claim, Instant Bosse. Gato geht Megatherium holen, danach Rhinos. Und danach gehen wir Tribute farmen. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir uns dann einfach da vor der Cave direkt treffen und ihr bringt einen Sattel mit oder soll ich erst zu euch kommen? Nee, lass vor der Cave treffen. Nimmst du C4 mit, Santix? Ich hab noch nichts gecraftet an C4. Doch, in der. Ja, ich hab noch nichts. Ja, also ich hab gecraftet. Okay. Gato, wie weit bist du mit Betten? Lol. Äh, 20, 30 Sekunden. Okay. Ja. Müsst ihr mir nicht noch irgendwas geben oder so? Ja, spring jetzt mal runter. Alex hat Zeug dabei. Im Basil, also Scuba habe ich nicht dabei für ihn, ne? Nicht. Stark, Jungs. Ich hab die gecraftet gehabt. Ich hab gedacht, ja, dass warum nimmst du die nicht mit, wenn du die craftest? Ja, du hast gesagt, ich soll die craften, dann... Ja, Nach Schuhe, BP. Actually, wie viel Oxy hast du? 200. Das gib mir deine Grabbel. Scuba Traden, ja. Das kriegen wir hin mit Scuba Traden, das ist kein Ding. Zieh durch. Schwimm einfach direkt rein, das schaffe ich bis dahin. So, mal gespannt, ob die jetzt in der Zwischenzeit wieder da waren. Also das sind wirklich nicht viele, das sind vielleicht 10 Foundations, die wir kaputt machen müssen und dann Jenny. Ja, dann I guess ja, mach. Achso, ja, warte, dann bleib ich mal weg von den Foundies, oder wie? Ja. Vorsicht, ich blow, warte. Benny. Jetzt kann's. Kann nicht bauen. Nirgends. Komm, hier, schmeiß. Unten, ich ganz unten kann ich. Ganz, ganz unten. Aber ich schmeiß ja, schon mal Megatherium raus, hier sind, ne? Hier sind Schwedge Foundations. Ja, dann muss man gleich den Sattel geben. Stairs hier sind ein bisschen buggy, to be honest. Ja. Ich schieß den das mal an, wenn ich den... Lass mich erstmal Buff kriegen, bitte.
bevor du den anschießt. Ja, ich weiß nicht, ob hier irgendwas zum Buff kriegen ist, bevor der Desmo kommt. Ich hab so meine Zweifel. Dann ändert's nichts, ob du ihn anschießt oder nicht. Okay, da ist auf jeden Fall ein neuer Desmo gespawnt. Die Trails haben jetzt unterschiedlich viel Armor drin, aber whatever, I guess. Hier ist ja gar nichts. Oh, Santix, bitteschön. Hier haben sie ein Megatherium. Ich geh wieder. Ja, hier würde wahrscheinlich gleich das Zeug dann spawnen. Perfekt, erstes Rhino, was ich sehe. Ist Hai. Das ist nicht so gut. Ah, ich sag's, Hummels vorn rein, kommt. Oh mein Gott! Und oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist Bayern-Tor, also Köln. Eventuell Elfmeter für Köln. Okay, was brauchen wir gerade dabei? Sehr schön. Oh mein Gott, Junge! Ich tame auch einfach gerade eine Rede und gucke überhaupt nicht hin, was hier passiert auf der Rede. Oh mein Gott! Ja, sehr schön, Bochum. Die werden so heulen alle nach dem Spiel, ne? Also jeder. Junge, ich hab mich noch nie so von der Tür erschrocken. Sag, ich würde es fühlen, wenn VfB jetzt noch ein Tor macht und Augsburg in Relegation muss. Aber ich würde es fühlen, wenn mich weniger Thülers essen würden. Das style ich schon, muss ich sagen, habe ich nichts dagegen. Oh. Junge. Was ist los? Kölner Torhüter hat gecarried. Ja. Sané hat vergeben. Aber Ball ist noch heiß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ja, da schießt das 2-1. 89. Minute. 89. Minute. Ja. Das ist so ziemlich. Das ist so ziemlich gegessen. Letzter 2? Oh mein Gott, Süle macht das 2-2, Alter. Das will mich jetzt schon abfacken. Aber es ist halt schon 40 Sekunden drüber. Ja. Abgepfiffen. Ja. Okay. Kann man sich nicht ausdenken. Kann man so einen Scheiß verzapfen, Alter. Ja. 3 von 4 Rhinos sind fertig. Fehlt das letzte. Gibt's jemanden, der, wenn er gleich sagt, für einen kurzen Travel, hat er trotzdem Bock auf einen Imprint-Rhino und Imprint-Rhino sich abholen möchte? Nee. Muss einfach nur spawnen im Bett, suiciden, wieder zum Obi und weg. Nee. Nicht? Okay. Bei Smithy, wobei. Hä? Ja, also das sind einfach 2 Smithies, paar Storage Boxes, kein Turret, nix. Oh, mach halt. Ja, ich hab nix. Hatchet, ist doch Sixes, oder nicht? Er ist ein Spieler. Hatte keinen Glück beim Maten. F. Armor Stego BP. Wie viel? 33. Ja, nice, dann gehst du jetzt, wenn ich am Obi bin, wartest bis ich am Obi bin, dann gehst du einfach Turrets aufheben, I guess. Oh, davor schon noch nicht. Ich die Betten, habt ihr die Betten in der Base benannt? Es gibt eins, was inside ist, wo das trollt. Scheint aber geklappt zu haben. Was die Forge ist eigentlich alle aufge... Oh Leute, ich droppe übel hart. Droppt ihr das hier gerade alles nur in die Smithy rein? Ja. Yeah. Okay, heißt, ich schmeiß die Rhinos auch hier raus, oder wie? Ja, schmeiß die mal ein bisschen Richtung Aufgang, I guess. Muss da wieder laden. Soll ich nehmen mal los, keine Ersatzflak mit? Gato? Nee, ich hab nur eine, die ist auch half damaged. Mhm. Siehst du dich gleich bei einem Biber? Dass wir mal Holz holen können. Weil wir haben bei dem wie 5k Holz da und das war's. Bin at the moment noch ein bisschen busy, aber schreib's mir auf die Agenda. Also, bald wenn du Rhinos dann hast. Rhinos sind dann. Jetzt gerade versuche ich einen 145er Mail Racer mit 27 Pre-Time zu knocken. Ja, aber legit, ich glaube, ich will auf Racer, dann, wenn du das hast, erstmal scheißen. Und ja, ich gehe da jetzt nicht eine ganze Racer-Line holen, ich hab's nur gerade beim Vorbeifliegen gesehen. Ja. 38 HP Racer.
auch Solid. Retain? Ja, ja. Ja. Gato. Mhm. Wann bist denn du mit dem Monkey Eye da? Was hat Gato eigentlich jetzt? Gute? Hast du ein Giga? Yes. Gato? Nein, nein. Ja. Ah, ich sehe uns jetzt schon so auf einer Sektion. Perfekt. Ich bin oben gespawnt. Ja. Viel Spaß. Kann ich holen kommen. Heb das Bett direkt auf. Ja, hab ich gemacht. Eben. Brauchst mich nicht abholen kommen, by the way. Craft mal Shotgun Ammo. Sicher, dass du reinkommst? Ja. Wild. Außer der Hai sieht das anders. Der Alpha-Hai. Hi, bin schon da. Actually, böses Hai. Böses Hai. Ja, dann gehen wir eben auf den Basilo. Klatschen wir den eben. Was gilt hier? Was gilt hier eigentlich noch alles so? Mehr HP. Also ich habe 53 HP, aber ich werde safe nachher irgendwann später HP skillen. Auf Cap. Ja. Und dann halt 380 HP, 200 Stamina, 200 Oxy, 1000 Weight, 160 Movement, 50 Grenzen. Ja, okay, der Level 101er Gamer. Hm. Ja, imagine nicht 103 zu sein. Spanky High hat basically nur Food und Melee. Muss reichen. Ja. Der verhungert mich und kann Loot farmen. Das ist gar nicht so gut für das, was ich vorhab. Aber das ist tatsächlich. Ja, für deinen Solo-Bumsen da nicht. Da musst du dann noch auf einen anderen Break. Ja, aber kannst du nicht aber eine Shotgun mit. Ich hab keinen vernünftigen anderen Mail gefunden. Oder so. Also, das ist halt. Ach so, ja. Aber das willst du der Angel Christ ja doch eh mal wieder. Heißt, das muss dann immer dauern. Falsch, aber mitnehmen. Ja, das muss dann immer besser. Oder du machst eben mit einer. Wie gesagt, ich hab eine Weile. Ich habe eine Weile gesucht, irgendwie, ob ich einen anderen halbwegs High-Leveling finde, aber es war denkst einfach keiner in der Nähe und es war mir dann irgendwie zu doof für den Breed. Haben wir da Aeron? Nein. Nein. Das ist noch true. Ja, mach ich immer. Cakes wären auch noch so ein Ding. Theoretisch, mal kurz nach dem Prokop wollte ich dann da gucken, aber wie gesagt, Center hat mich leider verkauft, was Deodon angeht. Alles gut, das ist Deodon, was ich anschaue, 140. Du weißt, welcher okay. Das war, wo wir damals uns aufgebaut hatten? Bei dem anderen großen Battlespot aus Santix? Unter der Brücke? Nee, weiß ich nicht. Wir haben nur ein Prokop, ne? Ja. Also ich tamme jetzt lieber mal direkt drei. Falls, ja, weiß ich nicht. Ja, nimm mit. Da hat man eins zum Farmen, dann kann man zwei auf VP spielen oder so. Ich habe eine Base gefunden, die Potential Big Profit sein könnte. Aufbauspot, Fjordur. 10 Heavies oder, naja, 8 Heavies. Da stehen einige Wyvern, die gerade wachsen. Generell sehr viele Tames. Ich habe Mantis, Trikes, Yuti, Spino, Snow Owls. Monkeys. Ja, nee, das ist nichts für jetzt. Du, ich habe mein Rhino, ich habe eine Eule. Prokop nimmst du, Gato. Yep. Ja, dann let's go. Lass aber zusammen irgendwo hinter PN hinten. Ja. Yep. Gehen jetzt alle nach Island. Welches Island gehen wir? 1, 2, 5? Bin auf 2. Hallo, lassen Sie mich bitte. Ich möchte da das nicht. Und such gerade nach geeigneten Drops. Okay. Nimm kein Weiß und kein Grün. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass die das Poker im Abgang nach unten macht. Willst du springen oder soll ich gerade? Ich springe wohl. Springen, Kühl, das ist auf High. Weil das springen ja, wohl? Ja, ich springe wohl. Achso, okay, gut. Oh, ja. Lol. Perfekt. Okay, einmal wechseln. Bin drin. Geht den links? Ja. Ich hab's auf. Lol, wir sind hier gespawnt. Wait. Jetzt. Ich sag, also jetzt ist morgen? Ja. Oh, raus. Ja, perfekt, super clean. Versuch Nummer 2. Zu draußen? Ja. Da haben wir Shotgun, ne?
Ja, jetzt soll ich Cryon? Ja, Cryon. Actually, wir hätten wahrscheinlich nicht mehr so gute Shotguns gebraucht. Die sind ja genervt hier auch, gell? 20%. Plus. Die Kosse. Was? Ja, 20% Resistance Nerf. Benny? Oh, alles mach gut. Die mal weg jetzt. Leute. Mach die weg. Den Kirks. Haben das nicht letztes Mal hier Apfel und seine Mates gemacht? Kirks. Davon sind die Hälfte gestorben? Nö, Kirks ist gestorben, weil wir den sterben lassen haben. Weil wir professionell aufgehört haben zu schießen. Komm mal näher ran, ja, der Kreis ist nicht so groß, Olli. Fand mir mal jemand Stimberry, gleich kurz. Actually, Olli? Bin ich mitgekommen, what the fuck? Ja, weil der Kreis nicht so groß ist. Der Kreis ist so groß wie die Plattform. Ja. Oh mein Gott, bin ich ein Clown. Ja, ne? It will be funny, aber eigentlich sollte es dubbel sein. Hast du Sims, Santex? Ja. Kann man stehen. Hab's. So, jetzt der Drache ist schon tot, ne? Ja, der Drache ist tot. F. Der Affe ist da, der Affe ist da. Oh, er hat 5, 9, 5, 7, 10. Ja. Oh, wie viel schießen wir denn runter? 3K runter. 1K. Warte. Kein Shot. Hast du's? Ich hab's nicht. Ja, dann ist es drin oder weg. Ich hab die Manticore Trophy, aber kein Ede. Ah, aber das war doch hier genau dasselbe. Stimmt, auf der Affe hat alles. Der Affe hat, glaube ich, mehr gegeben. Gut, der Affe ist das letzte Mal bei uns weggebackt. Ja, genau das. Ja. Alter, genau 15. Das, jedes Mal. Was haben jetzt wir läuft die verbleibende Zeit. Jetzt, wir werden rausgeportet. Raus.